Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 3 mit mir, dem Stromski und dem Janno auf der Bandar-Wüste. Ich glaube, Armored Kill ist das. Und wir sitzen beide zusammen mit einem Boot, im Helikopter. Ja, Boote kommen denn erst bei Battlefield 4. Richtig, richtig. Aber auch im Multiplayer, das ist die Frage. Ja, mit Sicherheit. Da gehe ich doch mal stark von aus. Ich meine, Boote gibt es hier auch schon, ne? So Beiboote und sowas. Ja. So, wo fliegen wir denn hin? Das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist ja eine große Karte. Das ist jetzt, weiß Gott, die größte Karte, die es in Battlefield jemals gegeben hat. Und immer noch unsere Jungfrauenkarte. Das war unsere allererste Let's Play-Karte. Ja. Ich habe immer im Gedächtnis, dass das das Elbusgebirge gewesen ist, aber ist es nicht, oder? Das war die zweite. Okay. Ja, so. Wir wollten es halt gleich groß, ne? Wir mögen es halt, einfach mal, wenn es groß ist. Warten wir auf G. Warten wir mal auf G. Ja, G. Wenn der jetzt nicht irgendwo gegen fliegt. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber er schafft's. Ja, hat er hingekriegt. Muss ja auch nur gerade durchfliegen. Das war ja im Grunde keine große Kunst. Er landet so. Oh, sehr schön gelandet. Das sah lustig aus. Steigst du wieder auf? Ich gehe wieder mit drauf. So, und weiter geht's. Hoffentlich startet er jetzt richtig, ja. Ja, so ist doch locker flockiges Spielen. Ja, müssen quasi gar nichts tun. Können wir eigentlich AFK gehen? Ja, im Grunde schon. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ach nee, er wollte nur F. Na gut, ich bleib mal noch so lange sitzen. Ja, ich auch. Mal gucken, ob man was abschießen kann, aber noch tut sich nichts. Wollte gerade mal gucken, ob hier der Server nicht so voll ist, aber doch. Ist eigentlich ganz gut belegt. So. Lieber Jet, komm zu mir. In der Heli. Entschuldigung. Ich will dich abschießen. Aber der wackelt so sehr. Komm schon. Der ist doch quasi schon in Reichweite. Ziel doch. Vielleicht kannst du damit doch nicht. Doch, doch, doch. Na, jetzt. Oh, oh shit. Fuck, ich bin tot. Ich auch. Ich hätte aus dem Heli rausgeschossen. War doch nicht so ein gemütlicher Flug letztendlich. Nee. Naja, aber jetzt haben wir ja ein paar Punkte, quasi alle. Da so, können wir jetzt Gunship ein. Aber es brennt schon. Dann würde ich da schnell wieder aussteigen. Oh ja. Ich lande mal bei C. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin jetzt bei A. Und lauf jetzt geradewegs durch zu B. Okay. Ins Urlaubsgebiet. Oh je, ich höre einen Panzer oder sowas. Ja. Das ist ein feindlicher. Irgendwas hat hier ganz bös geschossen. Ja, da war tatsächlich ein feindlicher Panzer. Die werde ich mal aufs Korn nehmen. Ich bin tot. Ich bin tot. Na verdammt, die hauen immer ab. Dann nehme ich einfach den, der hier neben mir steht. Und der hat meine Minen abgeschossen, der Arsch. Nun, nehm schon hin. So, ich bin im Little Bird. So, kampfunfähig ist ja schon mal ganz schön. Aber so, ich hole mir jetzt einen Heli. Lebt der noch? Fahrzeug zerstört, sehr schön. Mist, natürlich Flares. Aber, ja Mist, jetzt wurde ich von hinten genommen, verdammt. Aber ich habe ein Fahrzeug zerstört. Fahrzeug zerstören, das ist toll. Das befriedigt mich ungemein. Mist. Ist der Jet doch. Hat er doch noch Flash? Ich dachte, er hätte schon rausgehauen gehabt. So, ich bin jetzt mal wieder bei dir mit im Helikopter und weiß, dass ich damit bestimmt einen Fehler begehe. Nee. Nee. Versichere mir. Versichere mir. Ach, du fliegst auch noch. Na, das wird ja immer besser. Sicher. Kannst du ja mal einen abschießen? Ja, das versuche ich. Ich suche hier schon ganz direkt viel. Unter uns ist einer. Ja, ich sitze jetzt. Aber der stirbt nicht, doch, ist er tot. Oh, fuck. Oh je. Ich lebe noch. Jetzt ich bin, du dir raus. Ich bin leider aus dem Helikopter rausgeschossen worden. Naja, Schwund gibt's überall. Mist. Ich habe noch keinen einzigen Abschuss. Toll, oder? Ich auch noch nicht viele. Du hast ja. Du hast trotzdem mehr Punkte als ich. Naja. So, wo steige ich denn mal ein? Ich würde mal sagen, ich steige bei A ein, weil da geht wahrscheinlich der Lutze ordentlich ab. Okay, ich bin gerade nochmal mit ins Little Bird.
Und zack, Fahrzeug zerstört. Sehr schön, um Gottes Willen. Und da wird auch gleich ganz viel auf mich geschossen. Irgendwo muss ich hier jetzt flüchten, sonst überlebe ich hier nicht lange. Auf dieser Karte ist natürlich Fahrzeug-Overkill, ne? Da muss man ja rechnen bei der Größe. Ja. Das stimmt. So, allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wo hier was ist. Mal einen Blick auf die Karte schmeißen. Oh, fuck, der ist ausgestiegen. Ach du Scheiße, hab ich mir gerade echt erschrocken, ne? Der Flieger vom Little Birds ausgestiegen. Ich bin wirklich einen Meter über dem Boden, bin ich ausgestiegen noch schnell. Aber er lebt noch. Deswegen werde ich mir jetzt einen Panzer da unten holen. Ich sehe dich. Panzer ist ein Panzer direkt vor dir. Ja, sehe ich. Ich helfe dir gerade. Schieß mich gerade auf den. Aber ist er weg, oder? Oh, weiß ich nicht. Ich sehe gerade nichts. Ich bin hier im Little Bird. Und ich lande jetzt hier erstmal. Schießt es auf mich. Hilfe. Ich habe auch auf irgendwas. Um Gottes Willen, das ist mir hier ein bisschen zu brenzlig. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Bist gelandet, bist du. So, habe ich auch gerade noch, bin ich auch gerade noch rechtzeitig zur Flanke gekommen. Oh, fuck. 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 Um Gottes Willen, ey, was ist denn hier los? Ich glaube, ich übersteuere gerade ganz böse. Aber das sind ganz so klug. Das sind Emotionen, die hier freigeschaltet werden. Der Viper ist gerade da. Da will ich rein. Ja, ich bin mit drin. Sehr schön. Das war ein Beifahrer, aber besser als nix. Scheiße. Was ist nochmal eine Viper? Das ist der Heli. Ach so. Große. Okay. Kenne mich mit den ganzen Bezeichnungen auch nach über 100 Stunden Battlefield noch nicht aus. Man ist schon über 100 Stunden Battlefield. Insgesamt mit PlayStation? Ja. Ne, also Battlefield 3 habe ich noch nicht so viel. Aber selbst mit 100 Stunden gehöre ich noch zu den wenig Spielern von Battlefield. Das ist ja das Traurige. Wieso nutzt er denn keine Flares? Mann! Hier, Rednock. Basti. Na. Ja, da verdient. So, jetzt fliege ich das Ding hier. Jetzt. Nee, jetzt fliege ich schon wieder nicht. Oh nee, schon wieder der gleiche. Nein. Müsst ihr mir das antun? Mann, nimm doch hier mal den richtigen ins Visier. Dankeschön. Na, so, und na, jetzt leck mich. Tief. So, du auch noch, du kleiner Homo-Fürst. Nanu, schalt schon auf. Meine Güte, die brauchen aber auch manchmal zum Aufschalten. Aufschalten? Ja. Was ist denn Aufschalten? Aufschalten, Rakete aufzuschalten. Aufladen, also dieses Anvisieren. Ja, anvisieren oder auch aufschalten. Ja. Aber hat mir alles nichts gebracht. Die haben alle schön Raketen in den Arsch gekriegt, aber gebracht hat es mir letztendlich nichts. Jetzt wird mir der eine oder andere in den Kommentaren bestimmt schreiben, warum nimmst du auch so eine Scheißraketen? Die knallen doch kaum rein. Aber mit anderen treffe ich nicht. Einen habe ich. Aber ich nehme jetzt trotzdem nochmal die ganz altherkömmlichen Oldschool-Raketen. So, wo gehe ich denn mal hin? Eigentlich wollte ich zu C, aber das ist jetzt schon weg. Verdammt. Gehe ich halt daneben hin. Ui, ui. So, und da fährt wieder ein pöser Panzer. Ich mache heute mal eine Heli-Runde. Hast gerade Spaß am Heli-Fliegen, wa? Ja, ich fliege ja nicht. Ach so. Aber ich könnte mich über den Typen beschweren. Das kann man grundsätzlich immer. Ja, aber das so, ist echt. Der nutzt gar keine Flares. Sollte er mal lieber mich fliegen lassen. Und wie fliegt der auch kacke? Ich fliege ja schon nicht gut, aber das hier ist echt unter aller Sau. So, jetzt schieße ich meine Rakete auf. Gut Glück einfach mal in die Botanik. Treffe nix, war ja auch klar im Grunde. Ich treffe den auch nicht, den Arsch. Gleich kampfunfähig gemacht, mit einem Schuss, den ich mal getroffen habe. So, wo laufe ich denn jetzt mal hin? Wir haben hier alles in der Ecke. Es könnte schwierig werden, hier irgendwas Brauchbares zu finden. Ah, da ist ein Panzer. In der Pampa ist ein Panzer. Wow, und von der Pampa bin ich ganz weit weg. Hast du dich jetzt verstanden? Du weißt, wie ich gerade bin. Nö, ich bin hier mitten im Urlaubsgebiet, aber hier ist nichts mehr zu holen. Da steht hier von uns. Irgendwo versteckt sich hier was, laut Karte. Ach fuck, jetzt bin ich ausgestiegen, aber der war noch am Leben.
Also unser Heli ist am Himmel. Ich dachte, der fliegt da jetzt voll im Möhre rein. So, der Gegner ist ausgeschaltet. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Jetzt bin ich hier wirklich weit ab vom Schuss. Hier wird nichts weiter benötigt. Hm. Ich bräuchte jetzt ein Fahrzeug, weil Rennen zu den ganzen Punkten, das ist ein bisschen Wahnsinn. Dann nehme ich hier einfach mal einen Quad. Oh je, was die... Oh, was zur Hölle. Das ist zum Glück einer von uns, der hier auf mich ballert. So, mal gucken, ob ich damit irgendwo ankomme, ohne in die Luft zu fliegen. Das wäre ja ich mal schön. Ich fahre los. Ja, bin ich auch gerade. Nee, da ist ein Panzer. Aber der ist fast kaputt, oder? So, ich hoffe mal, die haben jetzt hier nicht die Brücke vermint. Das wäre nämlich durchaus ärgerlich. Ich fahre mit Quad. Ding ist fast kaputt. No. Beschädigt. Ja, nee, meins ist noch heil. Aber ich fahre jetzt einfach mal durch in der Hoffnung. Ich glaube, ich bin eben gerade an dem feindlichen Panzer einfach vorbeigefahren. Du bist denn gerade bei welchem Punkt? Ich bin tot. Dann kannst du bei mir aufsteigen. Ja. Und wie ging die denn gleich hoch, wenn ich bei dir aufsteige? Nö, nö. Wo bist du? Ah, zu G willst du also fahren. Ja. Verstehe, verstehe. Ach, ich habe ja gar keine Raketen mehr zum Aufschalten. Alter. Du fährst denn aber auch wie der letzte Mensch ein bisschen. Nee, wir fahren genau richtig. So, ich steig jetzt mal ab. Achtung, das Einsatzziel ist neutralisiert. Over. So, Augen auf. Wo ist denn überhaupt die Flagge? Ich lese gar nicht genau. Ist doch auch egal. Hauptsache, wir nehmen sie ein. Und das tun wir ja jetzt in diesem Moment. Ohne Gegenwehr. Das ist lieb, das ist mir auch am liebsten. Mhm. Oh mein Gott. Wieso explodiert hier jetzt alles? Wieso explodieren eigentlich die Fahrzeuge, wenn du eine Flagge einnimmst? Ja. Oh, da kommt ein Heli. Wahrscheinlich, weil die alten vom Gegner sind. Jawoll, hier. Sehr schön, habe ich gesehen. Also nicht wirklich gesehen, aber ich habe oben rechts gesehen. Mit der normalen Rakete. Katsching. Habe ich leider nicht aber gesehen. Aber ist auch dumm über dich drüber geflogen. Hab einfach was? Gut Glück reingeschossen. Bist du noch der da? Der hat mich mit einem Schuss auf 14% geschossen. Was ist das denn? Ach, wegen einer Mine, die auf mir drauf liegt. Oh, ich habe eine Mine auf den Panzer gelegt. Warst du da gerade auf dem Quad? Ja. Da waren zwei Panzer, die dich beobachtet haben. Habe ich gesehen. Ich wollte... Steig doch mal in Jet ein, komm. Ich habe meinen Joystick nicht dran. Da steige ich denn auch nicht in Jet ein. Das kannst du vergessen. Aber ich sitze jetzt hier im Dings. Wie heißt es? Gunship. Und schieße ein bisschen nach unten in die Botanik. Treff aber soweit nichts. Ah, vielleicht da hinten. Da ist ein Panzer, ein böser. Kann ich den mal ein bisschen behaken? Nicht wirklich. So, jetzt habe ich ein bisschen auf den Panzer gefeuert. Treff ihn auch hin und wieder mal. Oh, fuck, hier ist ein Panzer aufs Dach. Wo weiß denn, dass ich hier bin? Ich habe den Panzer hier schon unter Beschuss. Ja, hilf mir nicht viel. Ich bin auch unter Beschuss. Unter schwerem Beschuss. Aber ich krieg das nicht klein. Ah, wo weißt du, wo wusste er, dass ich da bin? Vielleicht hat man nicht markiert. Ja, finde ich doof, markiert. Ich weiß. Lass mich raten, wo es besser war. Darauf geht er nicht ein. Ich krieg den Panzer auch nicht klein. Das blöde Schwein. Oh, der schießt auf das Gunship. Das ist uncool. Ach, du bist im Gunship. Mann, wie viel hält denn das Miststück aus? Wo steige ich denn jetzt ein? Ich steige mal bei B ein. C wird gerade eingenommen. Ja, das ist hier gerade irgendwie nicht so ergiebig. Oh Gott. Nein. So, C gehört nicht mehr uns. Hol mal zurück. So, ich werde mal springen. Yay. Ufa. Da bin ich doch etwas unsanft gelandet, aber das ist okay. Ich kann damit hier um. Ist der Wassersprenkler. Hab ich noch nie gesehen. So, ist da böser Panzer. Böser Panzer kommt. Böser ist Panzer kampfunfähig. Geht. Jetzt muss ich ihm nur noch den Rest geben. Der Rest ist schon gegeben. Na, dann ist ja gut. So, dann hätte ich jetzt einfach gerne mal ein Fahrzeug, womit ich ein bisschen fahren kann. Ja, ein Quad ist perfekt. Das nehme ich mit Kusshand.
So, wo fahren wir denn mal hin? Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, ich werde mal zu B fahren. Bei B ist da gar nichts. Muss es ja auch nicht, aber B kann ich einnehmen. Nee, B ist doch uns. Nee. Oder bist du Russe? Ich bin US. Der B ist uns. Ich meine G. Entschuldigung, G. Also. Ist vielleicht nicht so günstig, weil da irgendein Raketenhandel oder Panzer ist. Dann werde ich mich mal... Ein Panzer. Ich hasse Panzer. Ja, ja. Ich weiß. Und Helikopter und so. Und alles. Und am meisten hasse ich dich. Warum? Ist so. Warum hast du mich? Was habe ich dir Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan? Das, weißt du ganz genau. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Eigentlich ein typischer Frauenspruch, ne? Warum bist du sauer? Das weißt du ganz genau. Ja, theoretisch ja. Nee, aber warum magst du mich denn nicht? Weiß ich nicht. Das ist doch die Hauptsache. Ich mag dich nicht und hab aber keine Ahnung wieso. Das ist auch so ein typischer Frauenspruch, oder? Ich bin einfach mal stinkig. Gut, dass wir keine weiblichen Zuschauer haben. Doch. Ich weiß. Nein, das ist doch alles nur... Panzer. Wo denn? Direkt neben uns, hinter uns. Oh, schießt was auf mich. Hilfe. Hinter uns ist was. Hey, ist die Wand weg. Lebst du noch? Ja. Ich bin über uns jetzt. Ich bin über uns, auch nicht schlecht. Oh. Wo lebt denn der noch? Tu mir nichts. Lieber Panzer. So, der Typ ist ausgestiegen. Ja, ist er tot? Nee. Deswegen sage ich jetzt. Oh doch, da liegt eine Leiche. Kommt seine Seite. Ja, okay, dann wird er wohl das Zeitliche gesegnet haben. Weil er ausgestiegen ist, habe ich den Kill nicht. Aber hier ist irgendwo. Hier ist noch irgendwo. Ich glaube, es ist einer von uns nur. Oh Gott, ja, das hoffe ich doch. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin immer noch bei G. Ja, ich sehe dich. Aber wo sind die Gegner? Weiß ich nicht. Sind weg. Alle weg. So, ich setze mich jetzt mal hier rein. Willst du mitfahren? Ja. Den Kümmste. Jo. Achso, kann ich ja gar nichts machen. Egal. So, und warum magst du mich nicht? Oder hast du das nur so gesagt? Das beschäftigt mich, Strombolt. Das beschäftigt mich. Tja. Denk mal drüber nach. Du bist so blöd. Direkt vor uns ist ein Gegner. Hab ich gesehen. Hab ihn. Ah, gut. Ich habe ihn auch schon zu 93% gehabt. Ärgerlich. Naja, ich gönne dir den Abschuss. Wenn du mir sagst, warum du mich nicht magst. Mir doch egal, ob du mir ihn gönnst oder nicht. Was bist denn du für ein blödes Schwein heute? Dabei bin ich immer so unfassbar nett zu dir. Tja. Nee, hab dich doch lieb. Danke schön. Haha. Hast du den ja abgeschossen? Ja. Ich bin gerade der Heli über dir. Ja, den habe ich abgeschossen. Nee, ich bin der andere Heli über dir. Achso. Aber ich dachte, du sitzt ja gar nicht bei mir drin. Ich dachte, du sitzt bei mir drin. Immer noch. Ich kann doch nichts machen aus dem Ding aus. Ach so. Okay. Ich also außer von der Seite fest. Schießen. Da hat mich irgendwas beschossen. Ja, mich hat der Jet abgeschossen. Halt mir die ganzen Schweine vom Leib. Ja, ich komm, ich steig mal bei dir ein und nehme das Reparierding, Werkzeug. Das wäre nicht verkehrt. So. Bleib mal kurz stehen, dass ich dich auch reparieren kann. Okay. Aua. Lebst du noch? Ja. Ja. Ich repariere dich ja schon. Sitzt du noch drin? Ja. Oh, wir werden aufgeschalten. Aufgeschaltet. Entschuldigung. Aufgeschalten ist ja auf. Wie viel hast du denn? Ich sehe überhaupt dein Reparierdings irgendwie nicht. Ich bin voll. Jetzt, ich habe auch gar keine Punkte bekommen. Echt nicht? Ja, warte mal, ich steck wieder ein. Hallo? Nee, ich habe gar keine Punkte bekommen. Hm. Hat er nicht registriert. Aber ich steig gleich wieder aus und dich reparieren, wenn es losgeht. Ja. Irgendwo da hinten ist ein Panzer, ist egal. Ich fahre jetzt hier zur C durch.
Wolltest du nicht bei C aussteigen und einnehmen? Hinter uns ein Gegner. Da, ich hab... Einnehmen wollte ich, ja. So. Hier bleibe ich jetzt stehen. Und wart ab, was passiert. Oh, da kommt ein Helikopter. Stell mal zu dir ein. Oh, Mama. Ich repariere. Ja, bitte. Oh. Schnell. Ich hab wieder. Ja, ich repariere, ja. Das wird eng. Das klappt, das passt. Ne, ich bin tot. Nicht ganz, aber fast. Der Wille war da. Ja. Wir sind in unserem Team übrigens ja, die ersten beiden. Ja, super, ne? So, wo steige ich denn mal ein? Ich steig mal hier bei dir mit ein. Ja, genau da wollte ich auch hin. Du konntest anscheinend meine Gedanken lesen. Natürlich. Ja, natürlich. Wir nehmen den Jet nicht ins Visier. Manchmal klappt es nicht. Also sitze wieder im Panzer. Ich bin immer noch Reparatur-Heini. Das ist sehr gut. Dann fahre ich mal durch zu A. Zu A. Richtig, richtig, richtig. So. Gib Gas. Ich fahre mal, okay. So, und jetzt aufpassen, von wo was kommt. Ah, die kleinen Schweinchen schießen wieder mit dem Heli. Nö, nicht auf uns, das ist gut. So kann es weitergehen, so lobe ich mir das. So, ich schieße einfach mal spaßeshalber einfach mal in die Botanik. So, ist irgendwas vor uns, sag mal. Nö, aber hier Seite ist irgendwie was. Ja, stimmt, ich sehe es gerade, aber... Kann ich nicht sehen. Ich dachte, ich mach mal ein Loch ins Haus, aber da ist... Oh Gott, deswegen. Das Dropship, hat sich noch einer gedacht. Ja, ein wenig. Oh, ich steig aus und... Und genau, mach uns heiler. Da ist... Ah, jetzt sehe ich auch, wie kaputt du bist. Ich muss raus hier. Eben hab ich's nicht gesehen. Nee, ich repariere. Ja, das ist aber gleich im Arsch. Ist es kaputt? Ja. Ja. War meine Entscheidung richtig? Vielleicht hättest du uns ein bisschen manövrieren können, dass wir nicht direkt abgeschossen hätten. Das Ding bewegt sich doch so lahmarschig, da ist nicht so viel mit manövrieren. Zumindest nicht mit so wenig Energie. Noch. Echt? Ja, ich sitze drin. Okay. Ich hole mir den Typen jetzt. Das ist auch wieder so eine richtig geile Bam-Folge. Da, ich habe ihn gekillt. Ha. Was ist eine geile Bam? Das hier ist wieder so eine richtig geile Bam-Folge. Ach, Bam-Folge, ich habe ja. Bam verstanden. Nee, Band nicht.